In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was es denn eigentlich mit der Vorlauftemperatur bei Heizungen auf sich hat und warum diese bei Wärmepumpensystemen nicht über 55 Grad liegen sollte. Ganz simpel gesagt, die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums, also in der Regel des Heizungswassers, beim Verlassen des Wärmeerzeugers. Auf diese Temperatur werden Heizflächen, sprich Heizkörper oder Flächenheizungen, der einzelnen Wohnräume ausgelegt. Je geringer dabei der Wärmeverlust über die Gebäudehülle und je großflächiger der Wärmeübertrager, desto niedriger die erforderliche Mindestvorlauftemperatur. Denn grundsätzlich gilt, die Raumheizlast kann entweder durch große Flächen mit niedriger Vorlauftemperatur oder durch kleine Flächen mit hoher Vorlauftemperatur gedeckt werden. Ganz einfache Physik eigentlich. Im Kreisprozess der Wärmepumpe wird zunächst Wärme aus einer Wärmequelle, also aus Luft, Erde oder Grundwasser, entzogen. Über einen mit Strom betriebenen Verdichter wird die aufgenommene Wärmemenge dann auf ein höheres Temperaturniveau angehoben. Zum Beispiel von 5 Grad Celsius Quelltemperatur auf 35 Grad Celsius Vorlauftemperatur. Je höher nun die zu erzeugende Vorlauftemperatur liegt, desto höhere Drücke müssen durch den elektrisch betriebenen Verdichter erzeugt werden. Wie bei einer Fahrradpumpe wird es immer anstrengender, je mehr Druck erzeugt werden muss. Wir fangen dann an zu schwitzen, das passiert der Wärmepumpe nicht. Dafür dreht sich der Stromzähler etwas schneller. Das Heizsystem samt benötigter Vorlauftemperatur wird immer auf die jeweilige Normaußentemperatur ausgelegt. Je nach Klimaregion werden hierfür wärmere oder kältere Außentemperaturen angesetzt. Man kann sagen, je geringer die Außentemperatur, desto höher die Vorlauftemperatur und umgekehrt. Dieser Zusammenhang kann mit einer sogenannten Heizkurve abgebildet werden. Die Heizkurve sollte so gewählt werden, dass die Vorlauftemperatur bei jeder Außentemperatur gerade noch hoch genug ist, um alle Räume ausreichend zu beheizen. Die Heizkörper können beispielsweise so ausgelegt werden, dass bei minus 10 Grad Celsius Außentemperatur die Vorlauftemperatur 55 Grad Celsius betragen muss, um das Gebäude ausreichend zu beheizen. Würde man jetzt die Heizungsanlage auf noch tiefere Außentemperaturen auslegen, die aber in unserer Klimaregion so gut wie nie vorkommen, ginge das deutlich zu Lasten der Effizienz und damit zu Lasten unseres Geldbeutels. Bei uns in Deutschland ist es übrigens so, dass lediglich 10-25% der bereitgestellten Heizwärme bei Außentemperaturen unter 0 Grad Celsius anfallen. Deshalb sollten bei Wärmepumpensystemen Vorlauftemperaturen von maximal 55 Grad Celsius angestrebt werden, auch wenn die meisten Wärmepumpen grundsätzlich höhere Temperaturen bereitstellen können. Grob geschätzt kann man sagen, dass eine Absenkung der Vorlauftemperatur um nur 1 Grad eine Stromersparnis von bis zu 2,5% bewirkt. Wer also effizient heizen möchte, sollte sein System mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen betreiben. Ein gutes Pferd springt ja auch nicht höher als es muss.